Wozu sollte ich denn jetzt das Präzisionsgewehr nehmen? Fragt mich einer, was leichteres. Brauchen wir Geld? Ja, immer. Wir sind arm wie die Köchenmaus, so. Zumindest ist sie nicht sauer auf uns. Erstmal. Wir haben ja vorhin auch nicht die Frage beantwortet, Paris oder New York. Das konnten wir ja nicht, weil der kleine Piepmatz uns dazwischen kam. Der Spross des Propheten wird den Thron besteigen. Ich sollte ihm nachfolgen, oder? Pomstock? Ja, ich denke schon. Was sperrt er mich dann ein? Tja, ich schätze, du wolltest nicht aufgebaut werden. Vielleicht hatte er was in petto, um dich gefügig zu machen. Was denn? Ich glaube, das will ich gar nicht wissen. Nee. Der wollte dich vielleicht auch einfach da... Dass du nicht aus... Dass du nicht abhaust, quasi. Nichts von der Welt erfährst. So, der kommt jetzt vorbei, Mädel. Vielen Dank. Aber trotzdem gibt es uns Munition, ist doch nett. Wow, Alter. Alles wird verschwindet. Das ist eine Uncut. Ich kann ja erzählen. Aber Deutschland USK 18 mit Uncut. Kriegst du das auf? Einer muss Schmiere stehen. Bitte schön. Danke. 236. Nice. So, was war hier? Ich glaube, da drüben ist ein Lockpick. Du bist echt... Du hast echt Adleraugen. Okay, das Radio geht nicht mehr. Müssen wir hier lang? Nee. Munition für Feuerhagel. Okay. Das ist wieder so eine Art Tube. Granatwerfer. Schießeisen hatten wir auch hier. Ist ja lame. Was ist das für eine Waffe, Alter? Ist die normale Schrot der geiler? Ganz, ganz ehrlich. Oh, hier Männlein und Weiblein. Ja, keine Ahnung. Krenbus, komm. Benutzt, um zu zählen. Und hier haben wir noch. Was ist das? Was ist denn das hier? Wenn wir den Revolver mal wieder finden. Oh, reicht das mal? Achso. Gib mal dein hart verdientes Geld her. Du auch. Okay. Das ist ja witzig, das Visier. Guck mal, wie sich das mal öffnet. Immer nice. Moment. Portemonnaie. Habt ihr was gesehen? Habt ihr was gesehen, Freunde? Der Distrikt gehört uns. Exekutiert jeden, der Ärger machen könnte. Jeden Bewaffneten. Jeden Brillenträger. Den Rest treibt zusammen. Jeden Brillenträger? What the fuck? Also ich hab Brillenträger verstanden, hat er das gesagt? The Faunus will bleed. Mr. Comstock. Wenn wir uns das nächste Mal treffen, dann nicht zu Verhandlungen.
Sehen Sie, ich war bei dieser Hall of Heroes, um ihren falschen Hirten für sie zu skalpieren. Es stellte sich aber raus, DeWitt spricht zu. Er half mir, mich mit dem verkrüppelten Jungen zu verständigen, um den ich mich neuerdings kümmere. Nachdem ich nun gehört habe, wie es dem Kleinen in ihrer Stadt erging, denke ich, wenn wir ihnen die Kopfhaut abziehen, lasse ich ihn das Messer halten. Oh. Mies. Hilf mir mal mit dem Schloss. Oh, das wird nicht lange dauern. Den wir natürlich knacken Bitte lassen. Bitte sehr. Wie viel? Oh, auf jeden Fall ordentlich viel, hab ich gerade nicht gesehen. Ich fahr doch gerade schon ein, wie viele Verkaufsautomaten sind denn hier? Hier, Halleluja. Gut aufheben. Gepärmittel. Wenn sagt, wir sollen da hoch, dann da machen wir natürlich nicht. Mal schauen. Nur so eine Art Restaurant. Erledigt. Ach, da ist wieder jemand. Ich würde mal ein bisschen Dings muss ausprobieren. Aber ich weiß, ich benutze viel zu wenig von diesen Kräften. Okay. Oh, habe ich sie beim Essen unterbrochen, tut mir leid. Ein lecker Burger. Müsli in der Kasse habe ich auch immer. So. Na, Taschen leer. Das ist Unsinn. Lieber weiter. Na, Taschen leer. Fuck you, geh weg. Zu voll mir was zu tun, was ich kaufen kann. Oh, Entschuldigung, also willst du tanzen vielleicht? Ich? Nicht, Mädel? Nee, nee, nee. Scheiße, ich hab zu viel gesoffen, ey. So. Hier haben wir alles. Ach so. Whisky, nee. Nee. Tanz mit dem Mann. Na komm, hoch das Bein. Jetzt. Aber klar. Guck mal hier. Alles soll brennen. Wo bist du denn? Lol. Oh, lass die Zeit. Ist da noch einer? Nicht? Na gut. Oh, hat schon verkohlt. Dem haben wir gut eingeheizt. Keine Schnitte haben die, keine Schnitte. Muss man eine Aufnahmepause machen. So, Ticket ist geschlossen. Ich weiß ja noch am Anfang, da wo wir in diese Falle getappt sind, uns das Messer in die Hand rammen lassen. Stell mir vor, wir hätten die Waffe gezogen, hätten wir jetzt keine Verletzung an der Hand. Schon wieder die. Guck mal, alles auf dein Zuhause. Grand Central Depot. Gehören uns
Euer Leben gehört uns! Nö. Boah, nur so einer, Alter. So. Elizabeth! Geht klar! Elizabeth! Okay! Bring den Teil überhaupt. Oh fuck. Oh, bist du hingefallen? Warte, ich helf dir auf. Hier, Munition! Mal her. Wow. Alter Verwalter. Los, mach! Wo ist die Olle? So. Noch jemand, der Stress will? Du kommst nicht davon. Ich habe nichts. Erste Hilfe, Bunker. Nee, du stirbst. Komm zurück! Kein Bock. So ein Idiot, Alter. Oh nee. Warte, geh mal hoch. Vorsicht, Fireman! Hier, Booker! Vielen Dank. Wir holen das Ding zurück. Wo ist der Granatwerfer? Helf dir, warte. Du hast mir das angetan! Nein! Alles soll brennen! Noch einer? So. Wow, 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 wow. Die Typen sind wieder so geworden, eindeutig. Boah. Brauchen irgendwie eine andere Taktik. Das Coole ist, man hat ja so viele Möglichkeiten. Wir Geld? Hier. Das ist keine Frage, Schätzchen, keine Frage. So, was haben wir hier? Muss man duschen? Wow. Na gut. Habe ich noch nicht gesucht? Oh, die Sonne scheint hier gerade rein. Also, ich habe zwar vorhin nicht zu, aber... Wie sich für einen waschechten Gamer gehört, aber... Die knallt trotzdem ganz schön rein hier, muss ich sagen. Die liebe Sonne. Aber geil, dass sie wieder scheint. Es war ja so lange schlechtes Wetter. Ich dachte, wir haben Eiszeit.
Aber naja. So, ich glaube, wir haben noch nicht alles mitgenommen. Was hier so ein Stuff ist. Also müssen wir ein bisschen looten jetzt mal. Gucken, was hier noch alles ist. Haben wir es hier schon drin? Ja. Ein bisschen verwirrt. Comstock wurde ziemlich ins Dreck gezogen. Verdient. Aber die Gegenseite ist auch nicht viel besser. Und wir wollen eigentlich nur nach fucking New York. Oder beziehungsweise Paris. Blim, blum. So, komm. Bin dabei. Panzerknacker spielen. Geschafft. 192 Silver Eagle. Mehr Geld. Jetzt? Mehr Geld. Gut. Oh. Das Lutessfeld umgab mein Quantenteilchen mit Lichtwellen, was gesicherte Messungen erlaubte. Kommt dir das bekannt vor, Bruder? Das kommt daher, weil du dasselbe Teilchen gemessen hast, von einer Nachbarwelt aus. Wir benutzten das Universum als Telegraph. Das An- und Abschalten des Feldes wurde zu Punkten und Strichen. Es ging furchtbar langsam, aber nun konnten wir beide uns durch die Wand etwas zuflüstern. Aha. Das war die Olle.